Darf man solche flexiblen Ölflexleitungen eigentlich für die Elektroinstallation verwenden? Wenn ihr es wisst, bleibt dran. Wenn ihr es nicht wisst, beziehungsweise wenn es euch interessiert, bleibt auch dran. Denn ich habe das Ganze so ein Stück weit recherchiert in den letzten Tagen und hier haben sich einige Kuriositäten aufgetan, die ich gerne beleuchten würde. Bis gleich. Hallo Welt und hallo YouTube. Ich bin der Karol und ich baue ja bekanntlich aktuell an unserem Einfamilienhaus herum, beziehungsweise eben bringe ich da im Hinblick auf Smart Home einiges an Eigenleistungen, insbesondere eben die Elektroinstallation übernehme ich hier im Wesentlichen selbst. Und wir sind eben aktuell an einem Zustand oder an einer Stelle der Bauphase, wo es jetzt darum geht, die Leitungen, die Kabel einzuziehen. Für diejenigen, die das interessiert, der Baufortschritt, wie das hier zustande kam und so weiter, da kann ich ja hier oben mal meine Playlist verlinken. Letztendlich ist es so, dass ich hier eben sehr viele Kilometer Leerrohre verbuddelt und vorbereitet habe, verputzt habe in dem Haus. Und jetzt geht es eben am Ende des Tages darum, Leitungen in diese Leerrohre einzuziehen, um eben auf der anderen Seite dann Geräte betreiben zu können. Ja, und dabei habe ich mich eben in den letzten Tagen und Wochen verstärkt mit dem Thema Kabeltypen und Leitungstypen auseinandergesetzt, einfach weil ich das interessant fand, weil ich da neugierig war und weil ich auch möglichst viel eben korrekt ausführen möchte. Standardmäßig, das dürfte jeder kennen, nicht nur die Elektriker, verlegt man ja sogenannte NIM-Leitungen, die darf man eben auch unter Putz verlegen und die sind für feuchte Räume geeignet, da muss man sich nicht allzu viel Sorgen machen, die kann man eben da jetzt ohne groß in irgendwelchen Büchern und Tabellen nachschauen zu müssen, werden in so einem Einfamilienhaus eigentlich überall verwendet. Da gibt es dann eigentlich nur noch zu beachten, welchen Querschnitt, nämlich 1,5, nämlich 2,5 oder wie viel Adern, reicht irgendwie 3 mal 1,5 oder brauche ich irgendwie 5 mal 1,5 zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen sind das so die Kabel, die in so einem Einfamilienhaus vorkommen. Wenn man jetzt keine speziellen Anwendungen hat, wie irgendwelche Saunen oder sonst was, kann man damit eigentlich ein ganzes Haus verdrahten. Ja, und in meinem Fall bin ich ja so ein Stück weit von der Standardinstallation abgewichen, auch topologisch gesehen. Bei mir ist halt hier sehr viel befindet sich in Leerrohren, beziehungsweise ich habe hier einfach viele Leerrohre, viele Kilometer Leerrohre vorbereitet. Und insgesamt möchte ich auch vieles an Leitungen eben zentral zurück in den Technikraum führen, um eben zum Beispiel schaltbare Steckdosen umsetzen zu können, beziehungsweise um eben auch zentral aus der Verteilung heraus die Rouladen und die RAV-Storen, also die Rollos, steuern zu können. Und darum soll es jetzt im Folgenden gehen, denn das ist jetzt ein Anwendungsfall für flexible Leitungen zum Beispiel. Und was ich damit im Speziellen meine, ist einfach, dass sich in meinem Fall die Rollos oder die Art der Installation bei Rollos und RAV-Storen doch ein bisschen unterscheidet von so einer Standardinstallation. Typischerweise würde man ja neben jedem Fenster einen Schalter installieren, diesen Schalter dann mit einer NIM-Leitung verdrahten. Die NIM-Leitung geht dann zurück zur Verteilung. Normalerweise würde man sogar an dieser Stelle dann diese NIM-Leitung für den ganzen Raum oder für alle Fenster zum Beispiel innerhalb dieses Raums benutzen. Und dann würde an jedem Schalter oder an jedem Fenster gibt es dann meistens irgendwie eine Art Leerrohr, die dann in den Rollokasten führt. Und vom Rollokasten aus geht es dann, oder dort wird dann eben ein Motor installiert. Der Motor hat eine sogenannte Geräteanschlussleitung und die ist dann meistens tatsächlich auch flexibel ausgeführt, wird durch das Leerrohr dann zum Schalter geführt und dort wird das Ganze dann irgendwie verklemmt. Letztendlich hat man aber nur wenige Meter von dieser flexiblen Leitung und die Leitung ist eben direkt am Motor angebracht und das Ganze geht eben dann irgendwie über diese NIM-Leitung, wird das mit Spannung und Strom versorgt und kann eben bedient werden. In meinem Fall ist das Ganze dann doch ein bisschen anders. Ich möchte einfach nicht neben jedem Fenster hier eine Dose setzen, um irgendwie das Rollo oder den RAV-Store zu bedienen. Ich möchte da möglichst wenig Schalter, möglichst wenig Dosen haben, die dann irgendwie das Auge stören, beziehungsweise die auch vom Bedienkonzept aus meiner Sicht eben nicht so zum Smart Home passen, wo ich dann an jedem Fenster irgendwie herumfummeln müsste, sondern ich möchte die Rollos in erster Linie automatisieren. Die sollen zentral gesteuert werden, von irgendeiner Visualisierung aus oder eben von der Wetterstation aus und ich möchte da nicht an jedem Fenster herumfummeln. Und dementsprechend habe ich das jetzt von den Leerrohren oder von der Möglichkeit der Verdrahtung her so vorgesehen, dass eben von jedem Rollokasten mehr oder weniger direkt eine Leitung zurück in den Technikraum führt. Dort wird dann ein sogenannter Jalousieaktor installiert und da kann ich dann eben die Rollos steuern. Das heißt, ich kann eben zentral jedes Rollo dann ansteuern. Ja, und an dieser Stelle, da habe ich mich jetzt einfach mal der Neugier halber damit auseinandergesetzt,
mit welcher Kabel- oder mit welchem Leitungstypen ich überhaupt diese Distanz zwischen zentraler Verteilung im Technikraum und im Rollokasten eben überbrücken kann. Das sind ja dann so in einem Einfamilienhaus Distanzen von 5, 10, 15, 20 Meter, je nachdem, wie eben die Leitungen entlanglaufen. Und da könnte man jetzt natürlich der Einfachheit halber, und viele machen das tatsächlich auch so, auch wieder einfach auf NUM-Leitungen zurückgreifen. Das heißt, man legt dann einfach eine NUM-Leitung über Leerrohr oder fest installiert, wenn man das denn möchte, also je nach Leitungsverlegung halt direkt in den Rollokasten und hat dann im Rollokasten eine NUM-Leitung. Ja, und an dieser Stelle wurde das Ganze dann eben besonders interessant, normativ gesehen zumindest, denn unter den beschriebenen Umständen jetzt hätte man eben eine NUM-Leitung im Rollokasten und eine flexible Geräteanschlussleitung des Motors und müsste die ja miteinander verbinden irgendwie. Jetzt gibt es wohl Rollokästen, wo es solche Klemmstellen gibt, wo es irgendwelche Anschlussdosen im Seitenbereich gibt. Und unter den Umständen wäre es tatsächlich zulässig, soweit ich weiß, diese NUM-Leitung dann auch mit dem Motor zu verbinden, mit einem Vago-Klemm oder was auch immer man verwenden möchte. Die NUM-Leitung wäre dann eben fest installiert. Die wäre jetzt auch nicht dem UV-Licht ausgesetzt im Rollokasten. Und die flexible Leitung des Motors wäre dann eben für den letzten Meter oder für die letzten ein, zwei Meter dann im Rollokasten selbst zuständig. Also das wäre okay. Was aber viele machen, und das ist eben nicht okay, wenn man das ganz streng auslegt, ist es sogenannte Stecker oder sogenannte Hirschmann-Stecker in dem Fall zu verwenden. Also es gibt eben Stecker, die man im Rollokasten, im Kontext eines Rollokastens oft und gerne verwendet. Das sind dann Hirschmann-Stecker und Hirschmann-Kupplungen. Die sind eben genau für diesen Einsatzzweck gedacht. Auch halten auch eben der Witterung und so weiter stand und sind an sich eine gute Sache, aber die sind streng genommen nicht dafür ausgelegt, um dort eben NUM-Leitungen bzw. starre Leitungen anzuschließen. Also genau dafür sind sie nicht ausgelegt. Die sind wiederum ausgelegt für flexible Leitungen. Ich weiß auch, dass viele das trotzdem machen. Die klemmen dann und schrauben halt ihre NUM-Leitung dann in diesen Hirschmann-Stecker oder in die Hirschmann-Kupplung. Funktioniert auch. Das wird auch jahrzehntelang gut gehen. Da wird überhaupt nichts passieren. Aber streng genommen sollte und darf man das halt nicht tun. Da ist einfach wahrscheinlich die Überlegung, dass sich das ein bisschen alles bewegen könnte, dass das eben ein Kabel für die feste Verlegung ist und nicht um irgendwie ja, letztendlich dann auch den Bewegungen oder den Vibrationen, all diesen Dingen dann eben standzuhalten, die so eine Steckverbindung und eine Schraubverbindung in einem Stecker, die ist ja dann durchaus irgendwie solchen Belastungen ausgelegt und dafür sind die einfach nicht zugelassen, sind nicht ausgewiesen durch den Hersteller dafür und dementsprechend ist das streng genommen so nicht zulässig. Auf der Suche nach dem passenden Kabel bzw. Leitungstyp kommt man natürlich schnell auf die Idee, hey, ich verwende jetzt hier einfach flexible Leitungen, direkt vom Rollokasten eben bis zurück zum zentralen Verteiler. Da kann ich dann ja auch meinen Hirschmann-Stecker, meine Hirschmann-Kupplung verwenden, kann das Ganze miteinander verbinden und dann ist das normativ soweit in Ordnung. Dem ist auch so, wenn man die Verlegearten bzw. wenn man die Bedingungen einhält, die sich da eben daraus ergeben, zum Beispiel Leerrohre, Kabelrinnen und so weiter, wenn man da irgendwelche Abstände, Häufungen und all diese Dinge beachtet, darauf möchte ich gar nicht so sehr eingehen, dann ist das auch zulässig und dann ist auch alles gut. Wenn man jetzt eben nach flexiblen Leitungen sucht, dann stößt man auch sehr schnell auf den Begriff Ölflex. Das ist auch so ein bisschen ein Synonym unter Elektrikern für flexible Leitungen. Die sind eben sehr nett in der Handhabung, weil sie eben aufgrund ihrer Flexibilität sich sehr gut verlegen lassen. Streng genommen ist Ölflex aber gar kein Leitungstyp, sondern der Markenname eines speziellen Herstellers, nämlich Lappkabel in Deutschland. Und diese Ölflex-Kabel gibt es auch in allen möglichen Varianten mit allen möglichen Querschnitten und Aderanzahlen und so weiter. Ich habe jetzt hier in dem Fall einen Ölflex Classic 100. Das ist so ungefähr das, was einem NUM-Kabel, was die Kennzeichnung der Adern zum Beispiel angeht, am nächsten kommt. Also das von der Ader-Kennzeichnung her entspricht das eben auch derjenigen VDE, die diese typischen grün-gelben, blauen, grauen, braunen und grauen Farben vorgibt. Das heißt, es ist sehr naheliegend, dieses Kabel jetzt hier in der Ausführung 5x15 habe ich jetzt hier in dem Fall eben zu verwenden. Und rein physikalisch gesehen stellt es auch überhaupt kein Problem dar. Das sind hier jetzt flexible Litzen, die können wie auch jedes andere flexible Kabel eben verwendet werden. Aber wenn man jetzt mal so ein bisschen tiefer reinschaut, dann wird es irgendwie sehr schnell grau, was die Verwendbarkeit dieses Kabels angeht, unter Gesichtspunkten der VDE. Ja, und an der Stelle habe ich eben dann angefangen, auch so in der VDE ein bisschen herumzusuchen. Eigentlich, wenn man so ein bisschen mit der VDE vertraut ist, dann weiß man ja, es gibt die 0100 Teil 520 und es gibt die 0298 Teil 3 und Teil 4. In denen werden halt beschrieben in erster Linie, welche Leitungen wofür zu verwenden sind, was es bei der Verlegung der Leitungen zu beachten gibt und so weiter. Und überhaupt werden dort eben die harmonisierten, die normalisierten Leitungstypen beschrieben und eben auch tabellarisch dann dargestellt
für welche Verlegearten und unter welchen Bedingungen welche Leitung verlegt werden darf. In der VDE selbst steht also schon mal nichts zu diesem Kabel. Das heißt, so richtig wissen, ob man das verwenden darf oder nicht, das geht nicht so richtig daraus hervor. Jetzt kann man sich natürlich auf den Hersteller berufen und das ist jetzt, und das möchte ich an der Stelle auch ausdrücklich sagen, das Lab-Kabel bzw. das Ölflex, das ist wirklich ein qualitativ hochwertiges Produkt. Das ist jetzt hier keine Billigware, sondern eben, ja, ich weiß nicht, ob der Marktführer, aber durchaus eben einer der großen Kabelhersteller in Deutschland und eben, wie gesagt, qualitativ hochwertig. Und da gibt sich auch größte Mühe auf der Webseite mit Konformitätserklärungen, mit Datenblättern, mit allen möglichen Beschreibungen für Einsatzzwecke zu jedem Produkt. Und da geht schon irgendwo hervor, dass man diese Leitung jetzt verwenden darf. Auch in den Datenblättern wird man eben viele Verweise zur VDE finden. Das heißt, dort ist dann beschrieben, dass dieses Kabel produziert ist in Anlehnung an VDE sowieso, beziehungsweise dass die ADA-Kennzeichnung einer bestimmten VDE entspricht, aber man findet halt schlussendlich in der VDE selbst nichts dazu. Interessanterweise scheint es aber doch so zu sein, dass dieses Kabel wiederum irgendwie beim VDE gemeldet oder registriert ist. Also es gibt da auch wieder irgendeine VDE-Registrierungsnummer, die der Hersteller wohl angeben muss, wenn er Kabel vertreiben möchte in Deutschland. Also das ist jetzt hier, wie gesagt, qualitativ hochwertig. Das ist jetzt hier auch nicht irgendwie unter dem Radar billiger Schrott, sondern das ist offiziell gesehen oder das ist eben, wie gesagt, es sind hochwertige Produkte und die sind jetzt eben auch beim VDE bekannt, diese Produkte. Ja, und damit fragt man sich natürlich irgendwie, ob man dieses Kabel jetzt verwenden darf oder eben nicht. Und darauf habe ich mehrere Antworten schlussendlich. Unter VDE-Gesichtspunkten wird jetzt die Verwendung dieses Kabels, soweit ich das sehen konnte und einschätzen kann, eben nicht explizit verboten. Und es gibt Leute, die die VDE so auslegen, dass alles, was nicht explizit verboten wird, ist erlaubt. Kann man natürlich so sehen. Andererseits spielt das, und das ist vielleicht die eigentlich richtigere Antwort, spielt das gar keine allzu große Rolle, denn die VDE ist nicht verpflichtend. Das heißt, die VDE, da gibt es eine Vermutungsklausel im Energiewirtschaftsgesetz und letztendlich steht da drin, dass man das vermutet wird, dass man sich an die allgemein anerkannten Regeln der Technik gehalten hat, sofern man sich an die VDE gehalten hat. Und damit ist natürlich jeder Elektriker irgendwo gut beraten, sich an die VDE zu halten, denn ansonsten ist er halt im Schadensfall irgendwie haftbar und dementsprechend obliegt es dann irgendwo dem Elektriker am Ende des Tages, ob er jetzt etwas ausführt und auslegt oder eben nicht. Und gerade bei der Verwendung dieser Kabel würde ich mir jetzt als Elektriker unter den richtigen Verlegebedingungen keine allzu großen Sorgen machen. Streng genommen wäre wahrscheinlich sogar irgendwo der Hersteller des Kabels auch mit haftbar, wenn jetzt das Kabel trotz korrekter Verlegebedingungen und so weiter zu einem Schaden führt, wobei das natürlich dann Fälle sind, die landen vor Gericht, da möchte man idealerweise nichts damit zu tun haben. Ja, und ich fand das eben irgendwie interessant, denn die VDE auf der einen Seite legt wirklich ins kleinste Detail auf vielen Dutzenden, Hunderten Seiten irgendwelche Firlefanz-Details fest. Also wer die VDE kennt oder als Handwerker hat man ja tatsächlich sogar nur eine Auswahl an bestimmten VDEs, muss auch dafür schon viel zu viel Geld bezahlen und hat teilweise gar keinen Zugriff auf die Produktnormen, die hinter jetzt der Herstellung von Kabeln wiederum stecken. Insofern hat man gar nicht die Möglichkeit, das alles im Detail zu recherchieren und zu überprüfen. Letztendlich aber legt die VDE eben viele Dinge im Detail fest und lässt andere Sachen, die dann aber wirklich im Alltag oft vorkommen, total frei und offen, wie zum Beispiel Verwendung von diesen Ölflex-Kabeln, beziehungsweise auch hier gibt es ja diese Kuriositäten mit diesen 10 Ampere Steckdosen, 16 Ampere Absicherung, überhaupt keine Spezifizierung für den Dauerstrom bei Steckdosen. Das sind solche Dinge, die in der VDE nicht so richtig festgelegt sind. Teilweise gibt es sogar Widersprüche in der VDE, was, glaube ich, die Kennzeichnung von Schutzleitern im Photovoltaikbereich angeht und an anderen Stellen auch. Also die VDE ist auch nicht perfekt, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ist natürlich ein guter und irgendwo der einzige Orientierungspunkt, den man hat. Aber letztendlich muss man dann trotzdem irgendwie vor Ort entscheiden, was man macht und was man kann. Ja, diese Überlegung bzw. diese Diskussion, die ist gar nicht mal so abstrakt und theoretisch, wie man meinen möchte. Man könnte jetzt natürlich sagen, hier im Haus bzw. eben alles, was irgendwie nach der Verteilung oder durch die Verteilung eben angeschlossen wird und angesteuert wird, das obliegt irgendwo der Hoheit des Elektrikers. Der nimmt die Anlage in Betrieb und der unterschreibt bzw. haftet irgendwo auch dafür. Und der muss eben sicherstellen, dass alles den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht. Und wenn er da jetzt eben von der VDE abweicht, dann muss er das eben im Ernstfall selbst gut begründen können, beziehungsweise muss das am Ende des Tages, wie man so schön sagt, mit seinem Gewissen vereinbaren können. Letztendlich spielt das aber jetzt alles nach der Verteilung eben nicht so die ganz große Rolle. Interessant wird es aber nochmal an einer anderen Stelle, nämlich zwischen Hausanschlusskasten und Zähler. Und auch da habe ich so ein paar Erfahrungen gemacht und auch die möchte ich noch kurz mit euch teilen.
Ja, und in meinem Fall liegen zum Beispiel zwischen Hausanschlusskasten und dem Zählerschrank bzw. der Einspeisung im Zählerschrank, da liegen eben leitungstechnisch gesehen zumindest gute 10 Meter dazwischen. Dementsprechend muss ich natürlich irgendwie eine Verbindung herstellen zwischen Hausanschlusskasten und dem Zähler, die wie gesagt in etwa 10 Meter lang ist. Und auch hier wollte ich eben unbedingt eine flexible Leitung einsetzen, denn ich mag einfach dieses Handling von starren Leitungen nicht so sehr. Gerade bei diesem Querschnitt mit 5x16, das ist eigentlich wie ein Kupferrohr, da bewegt sich dann gar nichts mehr. Das ist wirklich nicht schön zu verlegen, nicht schön zu biegen. Und da ist es dann doch deutlich schöner, mit flexiblen Leitungen zu arbeiten. Vielleicht, wenn man das kennt von Baustromverteilern oder sowas, die sind ja dann doch ganz gut im Handling. Auch die wiegen echt enorm viel, die Leitungen dann über die entsprechende Länge hinweg. Aber grundsätzlich lassen die sich ganz gut verarbeiten und lassen sich dann eben auch schön biegen und schön legen. Und dementsprechend wollte ich auch hier flexible Leitungen verwenden. Und in meinem Fall ist das so, dass ich für einen anderen Anwendungsfall ohnehin schon diese Öflex-Leitung hatte, denn die wird jetzt zum Beispiel im Fall eines Hauskraftwerks von E3DC, auch hier wird empfohlen, diese Öflex Classic 105 G16 zu verwenden. Das heißt, ich habe sowieso schon einiges von diesem Material da und jetzt war halt die Überlegung, darf ich eigentlich diese flexible Leitung Öflex Classic 100 zwischen Zählerschrank und Hausanschlusskasten verwenden. Ja, und an dieser Stelle wird es jetzt eben auch nochmal interessant, denn anders als mit der ganzen Installation im Haus stellt ja irgendwie diese Verbindung zwischen Hausanschlusskasten und Zählerschrank diese eben irgendwie nochmal besonders kritisch, denn die führt ja ungezählten Strom und da hat im Zweifel der Netzversorger auch nochmal ein Wörtchen mitzureden, beziehungsweise streng genommen auch wiederum nicht, denn der Übergabepunkt ist irgendwo auch der Hausanschlusskasten. Allerdings, wenn der natürlich dann verweigert, den Zähler einzubauen, weil da irgendwie die falsche Leitung verlegt worden ist, dann hat man da auch eben schlechte Karten, beziehungsweise dann kann man sich auch nicht darauf berufen, dass in der VDE nicht steht. Der baut halt im Zweifel einfach seinen Zähler nicht ein und geht wieder. Und man müsste sogar für den zweiten Termin wahrscheinlich nochmal eine Gebühr zahlen, unabhängig davon, dass man dann hunderte Euro Kupfer irgendwie herumliegen hat, mit denen man nichts anzufangen weiß. Also da wäre es eben besonders ärgerlich, ob man jetzt, wenn man jetzt hier die falsche Leitung installiert. Und daher habe ich auch hier im Vorfeld meine Netzbetreiber eben angefragt und wollte klären, ob diese Leitung verwendet werden darf. Und auch diese Diskussion oder dieser Austausch war ein bisschen kurios. Das fing eben damit an, dass ich hier mal ganz normal angefragt hatte, darf ich diese Leitung verwenden? Dann kam erstmal zurück, ja, das müssen Sie einen Elektriker fragen. Dann sagte ich, ja, ich bin der Elektriker. Und dann wurde es zwar mal ein bisschen technischer, aber dann kann man auch erstmal nur solche ganz allgemein gültigen Aussagen wie, das müsste man in der VDE nachlesen oder die VDE 0100 Teil 520 ist relevant und man muss sich an den aktuellen Stand der Technik halten, unter anderem eben auch an die VDE. Und das hat dann so ein bisschen hin und her gebraucht, bis man dann wirklich dazu übergegangen ist, beziehungsweise bis man mir schwarz auf weiß gesagt hat, dass ich diese Leitung verwenden darf und dass das eben aus Sicht meines Netzbetreibers hier in dem Fall kein Problem darstellt. Wenn natürlich jetzt ein anderer Netzbetreiber an anderer Stelle das nicht zulässt, dann ist man dem so ein bisschen auch ausgeliefert in den TRBs, in den technischen Anschlussbedingungen, auch im Musterwortlaut der TRBs, die sind ja auch nochmal regional immer so ein bisschen angepasst, aber auch im Musterwortlaut findet man dazu leider gar nichts, also überhaupt keine Angaben zu den Leitungstypen, die man da verwenden darf, soll, muss. Man findet ein paar Angaben dazu, auch in irgendeiner anderen DIN-Norm 18015, glaube ich, wie viel Strom diese Leitung führen können muss, also das sind mal diese 63 Ampere. Gleichzeitig muss die mindestens 16 Quadrat sein, obgleich das teilweise gar nicht notwendig wäre in einem einfachen Einfamilienhaus. Und insofern, ja, man ist da so ein bisschen der Willkür des Versorgers ausgesetzt, beziehungsweise sollte sich das auf jeden Fall mal im Vorfeld schriftlich geben lassen, dass das eben möglich ist. Denn ansonsten, wie gesagt, diese Kabel bei diesen Querschnitten, die sind echt nicht billig. Das ist auch jetzt zur Zeit, der Kupferpreis ist wie alles andere eben explodiert. Da kann man sich quasi auch eine Goldleitung oder aus Goldbahn die Leitung vielleicht hinlegen. Vielleicht wäre das teilweise günstiger, ich weiß es nicht. Allerdings, wie gesagt, sollte man hier nicht viele hundert Euro Material sich anschaffen, welches man dann vielleicht nicht verwenden darf. Also an der Stelle, Hausanschlusskasten, Zählerschrank, da hat nicht nur der Elektriker was zu sagen, sondern im Zweifel eben auch der Netzbetreiber. Und wenn der sich da querstellt, dann hat man da erstmal schlechte Karten. So, und damit genug philosophiert über Kabelleitungen und die VDE, zumindest für heute und für jetzt, gerne an anderer Stelle mehr. Ihr könnt aber gerne auch in den Kommentaren mal hinterlassen, wie eure Erfahrungen mit den verschiedenen Leitungstypen sind, welche Leitungen ihr am liebsten verwendet, ob ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht habt mit dieser Ölflex-Leitung, beziehungsweise ob ihr schon mal Probleme hattet, Beanstandungen seitens des Netzversorgers mit der Leitung zwischen Hausanschlusskasten und dem Zählerschrank. Insbesondere das würde mich interessieren.
Da scheint sich nämlich die Fachwelt so ein bisschen uneinig oder nicht, also das ist einfach nicht eindeutig gelöst und geklärt. Insofern bin ich da durchaus an einem Erfahrungsaustausch interessiert. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne den Kanal abonnieren, um kein weiteres Video hier auf dem Kanal zu verpassen, um mich weiterhin auf meiner Reise in mein Smart Home zu begleiten. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns in einem der nächsten Videos bald schon wiedersehen. Freue mich darauf und bis dahin, bis dann, ciao.